Hallo und herzlich willkommen bei den Entertainment Brothers. Ich bin's, der Hanfkeks. Heute stelle ich euch eine Aktion vor, die der Killer von Entertainment Brothers und ich uns schon seit längerem planen. Und zwar geht es darum, dass wir pro 100 Abonnenten, die auf den Kanal Entertainment Brothers entstehen oder kommen, pflanzen wir einen Baum über I Plant a Tree. Die Seite hier habe ich schon mal geöffnet, einfach mal so random. Hier seht ihr die aktuellen Pflanzungen von anderen Leuten. Neben dieser Aktion werden wir auch noch von dem Vireo Store, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, umweltfreundliche Artikel vorstellen, die teilweise mit Solarenergie funktionieren, sehr hilfreich sind, also lustige Gadgets oder teilweise zum Handy aufladen oder Spielzeug, alles, was, wie gesagt, sehr hundertprozentig umweltfreundlich ist und auch aus wiederherstellbaren Ressourcen entsteht. Dies soll natürlich keine kurzfristige Aktion sein, sondern schon etwas Größeres, Langzeitlebigeres. Und demnach hoffe ich, dass ihr auch da gerne dabei seid, gerne mitmacht. Ich habe schon mal 7 deutsche Eichen in meinen Pflanzkorb gepackt. Seht ihr unten. Ein Baum kostet 2,80 Euro über der Seite. Und letztendlich ist es einfach eine Aktion von uns, mit euch, für uns alle. So, sprich, nebenbei einfach beim Zocken, beim Spaß haben, beim aktuellen Lifestyle oder normalen Lifestyle, einfach zu zeigen, dass man nebenbei trotzdem etwas Gutes für die Umwelt tun kann, um schon mal einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, weil so langsam wird es Zeit, Leute, ne? Es geht uns alle was an. Nicht nur Einzelne, sondern, ne? Diese Bäume werden teilweise auf, ich zeig's euch mal, Projektflächen, gepflanzt. Wie zum Beispiel Deponien, alte Mülldeponien. So, die halt, wie soll ich sagen, voll sind. Einfach, wo kein Müll mehr hinpasst. Die werden natürlich mit Erde überschüttet und ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Hm, geht so. Aber da sieht natürlich sehr ziemlich öde aus und trostlos. Deswegen werden auf diesen Deponien dann Bäume gepflanzt. Von der Seite von den Organisatoren. I Plant a Tree. Und da die das natürlich nicht alles alleine bewerkstelligen können, weil sie normale Menschen sind wie wir halt, können wir das unterstützen, indem wir da einfach spenden. Also jeder Baum zählt als Spende. Und das ist doch schon mal etwas sehr Schönes. Hier sieht man auch, dass 2 schon fast voll sind, aber eine neue dazugekommen ist. Und jeweils sieht man auch, wie viel Platz insgesamt, also wie viele Bäume insgesamt da drauf Platz haben. Ich gehe jetzt mal schon mal zur Kasse. Ja, ich werde zur Kasse gebeten, ne? Wie immer. Und werde das jetzt ausfüllen und hinterher die Spendenquittung dafür erhalten. Diese Spendenquittung blenden wir hinterher ein in das Video, weil jetzt, ich möchte nicht unbedingt meine ganzen Daten hier eingeben, das macht man halt nicht. Man sieht, da wird einiges gefordert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr da gerne mitmacht, wie ihr uns erreichen könnt für Vorschläge und so. Werden wir euch noch in den Kommentaren, unter das Video, platzieren, so dass ihr in den Kommentaren und auf Facebook viel Platz habt und viel Zeit habt, uns euer Feedback zu schreiben. So, wir werden diese Aktion natürlich immer weiter ausbauen, da wird immer neue Aktionen dazukommen, immer mehr und immer größer und ja, irgendwann ist alles voller Bäume und wir wohnen in den Bäumen und ja, ich hoffe, ihr werdet mit Spaß dabei sein, so wie wir. Und bis dahin würde ich mal sagen, tschüss. Tschüss, Hanfkeksel, Mensch. Ja, wenn wir in den Bäumen leben, dann geht der Punk richtig ab. Also, ich sag ja auch nochmal ein paar Schlussworte. Mit Vireo stehen wir in Kontakt, also wir dürfen Unboxing-Videos und so weiter machen. Nicht, dass da jemand meint, oder so. Ja. Ist alles abgeklärt. Warum wir uns für Vireo entschieden haben, also wir wollten wirklich einen Shop haben, der tatsächlich grün ist und nicht dann im Nachhinein doch schwarz oder sowas, ne, der wirklich durch die Bank weg das gescheit macht. Und da passt natürlich die Philosophie von Vireo wie die Faust aufs Auge. Ich lese es mal eben vor. Unsere Philosophie. Vireo ist ein Online-Shop mit einer durchweg grünen Philosophie, welche sich vorrangig an umweltbewusste und nachhaltig handelnde Konsumenten richtet. Dabei zieht sich die Philosophie durch das gesamte Unternehmen. Nicht nur das angebotene Sortiment ist in vielerlei Hinsicht ökologisch, auch das Drumherum, wie zum Beispiel Verpackungsmaterial oder Liefersystem, trägt zu Vireos Leitgedanken bei. Und das ist schon der Knackpunkt, das ist das Wichtige, weil da schludern dann viele. Die stellen dann zwar selbst Holzlöffel her, aber verschicken es dann trotzdem in Öl übers Wasser. Oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Es muss ja auch, die Lieferung muss stimmen. Und das Verpackungsmaterial muss auch passen. Und da kann man nicht einfach rumkacken. Nee. Da muss man wirklich denken. Und mit Vireo haben wir da auf jeden Fall jemanden an der Hand, der auch, ne, der weiß, wie der Hase läuft. Und wie er auch weiterhin läuft in Zukunft. Ja? Die Tierchen und sowas. Alles wichtig.
Das Video mit den Bäumen habt ihr eben gesehen. Also es wurden jetzt schon 7 Bäume gepflanzt, weil wir die 700 Abonnenten da vor kurzem jetzt doch erreicht haben. Total krass. Also als wir das geplant haben, hatten wir noch 680 und dachten, es dauert bestimmt noch 3 Jahre. Aber das ging jetzt flott. Innerhalb von 2 Tagen, bum bum, waren die Abonnenten da. Als hättet ihr da was davon gewusst. Und ja, es ist einfach, wir denken, es ist eine schöne Sache, weil ihr aktiv mithelft, die Umwelt zu verbessern, ohne dass ihr was machen müsst. Ohne dass ihr aktiv sein müsst. Also ihr abonniert, ihr schaut den Content, ihr habt Spaß eigentlich am Content, an dem Content, den wir bieten, habt ihr Spaß. Und trotzdem habt ihr mit dem Abo praktisch einen Teil von dem Baum schon, ihr seid ein Teil des Baumes, merkt ihr schon irgendwo was, ein Blatt oder so, das irgendwo sprießt. Ihr seid ein Blatt, ein Stück, also da kann man nichts sagen, oder? Da kann man wirklich nichts sagen. YouTube wird grün, die Gaming-Szene wird grün. Wir sind ja eher im Gaming-Bereich angesiedelt. Aber auch YouTube. Hey, YouTube wird auch grün. Hör auf. Komm. Es werden Unboxing-Videos kommen. Ich habe hier schon das erste Paket, habe ich bestimmt schon seit 2 Wochen hier liegen. Aber ich habe es natürlich noch nicht geöffnet. Und ja, das wird jetzt aber dann kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem Gedanken, ein Baum zu sein, ein Teil eines Baumes zu sein. Und ja, woo! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.